Also so ein kleiner Bauch sieht ja schon echt cute aus. Man sieht von euch allen die Füße, nur von mir nicht. Hallo. Das Outfit ist auch auf jeden Fall Look mit den Flipflops. Hallo, ich bin's, Kimlian. Und wir haben uns heute hier versammelt, weil ich in meiner Insta-Story gefragt habe. Schickt mir doch mal Fotos von Stars oder YouTubern oder anderen Influencern. Einige haben mich daraufhin gefragt, warum das Ganze. Tja, hier gibt es die Auflösung, weil ich sie nachstellen werde. Ihr fragt locker schon seit einem Jahr danach und immer noch kriege ich ganz viele Nachrichten und ich wollte das auch schon die längste Zeit machen. Aber Leute, macht das mal ganz alleine ein Foto von dir, posier währenddessen und film dann auch noch das YouTube-Video dazu. Forever Alone funktioniert das dann eher nicht so gut, aber die Rettung ist da. Stimmt! Applaus! Und das ganz Besondere heute ist, dass ich die Fotos ausgesucht habe. Die Kim hat keine Ahnung, was ihr heute bevorsteht. Was ist denn das Erste? Ich bin schon richtig ready. Ich weiß nicht, ob es dir zu freizügig vielleicht ist, aber... Ist das ein Prank oder meinst du das echt ernst? Ich zeig dich auch im Bikini, das ist in Ordnung, oder? Mein Leben zieht gerade ein bisschen an mir vorbei. Das muss ja auch ein bisschen eine Challenge sein. Starten wir mal mit dem Outfit. Ich habe mich jetzt vom Schock erholt, weil ich mich sehr mit dem Gedanken angefreundet habe, einfach ein Bikini-Unterteil anzuziehen. Man ist genauso nackt wie mit einer Unterhose, aber man fühlt sich einfach nicht so nackt. Und da drüben ist noch der graue Sweater. Den habe ich jetzt die letzte Woche getragen, weil es eigentlich so mein Gammelpulli ist. Deshalb ist er auch ein bisschen dreckig da. Aber it does the job. Und was trägt sie noch auf dem Foto? Ja, das war's dann eigentlich. Socken noch. Ja, Socken. Ja, kann man machen. Ich weiß auch schon bei dem Foto direkt, wo wir das shooten. Ich habe nämlich auch so eine kleine braune Ledercouch. Wechseln wir noch das Outfit. Tada! Und jetzt get it going. Oh, ich muss mich andersrum hinlegen, weil das ist meine Schokoseite. Hat sie die Ärmel hochgekrempelt? Nee. Das rechte Knie ist oberhalb. Nein, drauf. Ich bin gerade nur den Arsch. Das ist ja auch das Wichtigste bei Alexis. Wow. Das ist not cute, Leute. Was würdest du denn für eine Note geben? Ich würde schon sagen eine 2+. Ich finde, das ist schon ziemlich gut. Kommentier auch mal unten in die Kommentare, was für eine Note du diesem Bild geben würdest. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das nächste Bild. Wenn das jetzt noch freizügiger ist, dann bin ich raus. Es kann sein, dass es ein bisschen Aufwand ist, stylingmäßig, aber ich glaube, es ist ganz cool. Das ist richtig cool. So, Outfit habe ich jetzt schon an. Ich habe auch alle Bobbypins des Hauses zusammengetragen. Die verstecken sich immer irgendwo. Jetzt bin ich eigentlich ready. Sehr gut. Hast du den Primer schon drauf? Yes, den habe ich gleich nach dem Duschen aufgetragen. Ich teste nämlich gerade auch die ganze Reihe von Nivea. Die haben jetzt neue Styling-Produkte, sowohl für Locken als auch Volumen, als auch glatte Haare. Gut, dann ist die Pflege und der Hitzeschutz schon drauf. Das heißt, wir können mit dem Mousse weitermachen. Hey, das ist aber auch schon ziemlich hotter Look, oder was meint ihr? Was machst du mit dem Föhn jetzt? Jetzt füllen wir das Ganze, damit sich das auflädt und das wird dann hoffentlich sehr voluminös und poofy. Cool. Und ich habe jetzt beschlossen, ich wähle nebenbei schon mal mein Instagram-Bild aus und dann posten wir das, damit wir gleich ein paar Reaktionen haben. Ich glaube, ich nehme das Bild. Oh, guck mal. Ich sehe jetzt aus wie irgendeine verrückte Popsängerin aus den 90er Jahren. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Wir fixieren das jetzt. Lass uns ein bisschen antrocknen. Dann okay. Wird das Ganze ausgebürstet. Und dann schaut es hoffentlich so aus wie auf dem Foto. Ja. Das wir dann anschließend gleich machen werden. Wow, ich sehe aus wie ein Löwe. Ich finde das richtig scary, das jetzt zu bürsten. Boah, das ist doch einfach wirklich der gleiche Look. Eine Runde Applaus für Stevie. Und die Haare fühlen sich auch immer noch total fluffig an und überhaupt nicht verklebt oder irgendwas. Nice auf jeden Fall. Aber ich brauche jetzt nur noch den Hut. Der kommt doch hin, oder? Yes. Okay, es hat im Hintergrund so palmenähnliches Zeug. Dann nehmen wir uns dieses Ding hier und packen das auf die Terrasse. Jetzt werde ich ja was von der Lampe. Ich sag schon wieder, lass es die Lampe. Dann haben wir hier schon die Lampe. Die Lampe. Who remembers the legendary Lampe? Dieses Foto, muss ich sagen, war eine schwere Geburt. Angefangen von unserem Ultimatum hier hinten mit den Boxen. Die haben wir 100.000 Mal ausgetauscht. Bis hin zum Outfit. Ich habe nämlich was super Weites an, weil ich alles immer Oversize kaufe. Deshalb haben wir da auch so ein bisschen herumgeschustert und das so zusammengebunden. Hier die beiden Fotos. Ich finde vom Gesichtsausdruck her und von der Stimmung her kommt es ganz gut hin. Allerdings ist
ist der Rest rundherum so ein bisschen wie sie war tausende Euro bei Fendi shoppen und ich war einfach nur im 1-Euro-Shop. Ich würde sagen Note 4 oder so, wenn wir nett sind. Wir haben uns bemüht. Ja, weiter zum nächsten Bild. Stevie hat gerade offenbart, welches Foto das nächste wird und es ist Selena Gomez, weil die anscheinend eine der meist gewünschten Leute war. Ja, definitiv. Ich finde das Foto richtig cool und ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt um das Make-up, während Stevie mir wieder so grandios bei den Haaren hilft. Ohne dich würde ich aussehen auf jedem Foto wie ein Wischmopp, der explodiert ist. Tada! Das ist der fertige Look, Leute. Ich finde, das haben wir ganz okay hingekriegt. Jetzt muss nur noch das Foto gut werden. Stay! Mit dem Kaffee! So, Stativ ist aufgebaut, Softboxen sind aufgebaut, denn auf dem Bild hat sie hier beim Becher und auch generell in ihrem Gesicht definitiv Licht. Kann ich trinken? Das ist das Fotoshooting. Heimlich ein paar Schlücke machen, während Stevie die Kamera einrichtet. Ja. Und Action! Wenn wir es jetzt nicht haben, haben wir halt Pech gehabt. The moment of the truth. Wie haben wir uns geschlagen? Also abgesehen davon, dass mein Strohhalm ein anderes etc., um das geht ja jetzt nicht, finde ich, ist der Vibe des Fotos wieder relativ on point. Was meinst du, Stevie? Echt? Ja. Krass. Okay. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Eins steht auf jeden Fall fest, früher oder später wirst du dieses Foto auf meinem Instagram-Account sehen, weil es eine Hommage an sie ist. Hommage? Hommage? Gulasch? Oh, jetzt habe ich Hunger. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wir haben uns wieder hier versammelt. Das Foto hat mir Steve gerade schon revealed. Das ist Sincerely Jules. Wir haben uns jetzt schon ein Kleid rausgesucht, das dem am ähnlichsten ist. Ich habe leider nur rot. Es geht ja um den Vibe und wir versuchen dafür, meine Haare gleich genauso mit so schönen Wellen hinzukriegen, wie sie sie hat. Nutzt das Glätteisen? Ja, das ist ein neues. Ich bin schon mein Leben lang zu blöd, mit einem Glätteisen Locken zu machen. Das drehst du nur einmal ein, oder wie? Im Endeffekt nehme ich eine Strähne, drehe sie ein, fahre dann damit entlang und dann drehe ich sie zum Schluss nochmal ein und lasse sie so ein bisschen am Glätteisen, damit es noch so ein bisschen Wärme kriegt. Und lasse es ganz sanft nach unten aus. Haben wir auch noch ein kleines Haartutorial powered by Stevie gekriegt. Ich habe auch davor wieder den Primer aufgetragen nach dem Haarewaschen und das Volumenmousse. Die letzte Locke. Jetzt muss ich eigentlich nur noch kurz die Flyaways hier bändigen. Das mache ich einfach so im Viewfinder. Das ist ganz easy anzuwenden. Und dann ist oben alles ebenmäßig und unten haben wir unser Volumen. Tada! Oh, meine Tasche. Oh, alles noch intakt. Das ist jetzt der fertige Look. Richtig schön, so ein Sommerkleid mit dem Mantel und die dickste Strumpfhose, die ich finden konnte. Aber die Strumpfhose ist ja gar nicht drauf auf dem Bild. Das wird ja beim Kleid abgeschnitten. Und so geht es jetzt mit dieser Ausstattung ins Blumengeschäft. Mal gucken, wie die uns anschauen werden. So, Freunde, wir haben jetzt den Strauß nochmal neu drapiert, weil wir ihn so länglich brauchen. Wir haben nämlich nicht unendlich viele Blumen. Hinten ist er kahl, aber die doppelte Menge, das war mir dann doch ein zu teurer Spaß hier für dieses Foto. Spare, spare, spare. An dieser Stelle auch noch ein kurzes Zwischenfazit zu unserem Foto. Es geht mega ab und ich bin richtig happy, dass ihr alle so positiv reagiert. Also ich hätte gedacht, dass viel mehr Kommentare von wegen, oh mein Gott, du hast dich so verändert, warum machst du so ein Foto, kommen. Aber ihr nehmt das ziemlich gelassen. Wieso so freizügig? Aber ich nehme es dir nicht übel, weil du meine Lieblings-YouTuberin bist. So süß. Jede Frau hat gerne ein paar schöne Bilder von sich, auch freizügiger. Und so ein paar Leute schreiben auch schon, das ist bestimmt für ein Video. Das ist die ultimative Bestätigung, dass ich die coolste Community auf YouTube habe. So, Freunde, wir sind zurück. Tada! Der Overall Vibe ist uns ganz gut gelungen, finde ich. Aber wir haben nun mal die unterschiedlichen Kleiderfarben und die Blumen haben wir nicht exakt gleich gekriegt, obwohl wir in zwei Blumengeschäften waren. Deshalb haben Stevie und ich uns geeinigt auf eine 3+ für dieses Fotoprojekt hier. Ich bin wieder gespannt, wie immer, von dir deine Schulnote zu lesen und bin noch gespannter auf das allerletzte Bild gleich. Steve hat eben revealed, dass wir Bibi und Julian nachstellen sollen. Julian ist ein bisschen ein Problem, aber unsere Rettung ist schon auf dem Weg. Und währenddessen kümmern wir uns noch ein bisschen um die Haare. Ausgeföhnt sind die Haare jetzt schon, das sieht ihrem schon mal relativ ähnlich. Und jetzt brauchen wir nur noch als Finisher quasi das Nivea Farming Spray Glatt.
Das verwende ich einfach hier oben, um die Flyaways zu bändigen. Voila! Das Besondere daran ist übrigens, dass auch 0% Alkohol drin ist. Das heißt, ich kann meine Haare immer wieder neu umformen und stylen, ohne dass sie eben austrocknen. Jetzt schauen wir mal zu Steve, die kümmert sich nämlich gerade um meinen schwangeren Bauch. Und wie läuft's? Kämpfe. Dabei war der sogar schon mal aufgeblasen für das eine Video von mir. Den Bauch installiere ich jetzt gleich und guck auch mal, wie das Ankleiden von Julian so läuft. Also so ein kleiner Bauch sieht ja schon echt cute aus. Man sieht von euch allen die Füße, nur von mir nicht. Hallo. Das Outfit ist auch auf jeden Fall Look mit den Flipflops. Die Schuhe sind ja nicht drauf, ne? Wir haben hier sogar den Effort und die Extra Mile reingesteckt, dass wir ein rotes Kästchen haben. Wir waren da jetzt, keine Ahnung, 15 Minuten unten und jede Person, die vorbeigegangen ist, hat irgendeinen Kommentar zum Bauch geschoben. Einer hat so gemeint von wegen, pass auf, dass es nicht rausrutscht, weil ich anscheinend so hochschwanger aussehe, aber trotzdem irgendwie... Well. Also auf gut Deutsch, es war eine schwere Geburt, im wahrsten Sinne des Wortes, dieses Foto nachzustellen. So. Das war eine kurze und schmerzlose Schwangerschaft. Yay! So, wieder etwas Bequemeres an. Gibt es jetzt das Fazit. Welche Note gibst du diesem Bild? Steve meinte, sie gibt eine 1. Ich glaube, von mir gibt es eine 1-. Wir haben es zwar hingekriegt, dass beide unsere Outfits ziemlich genau matchen. Also wirklich Liebe zum Detail. Aber es fehlt halt die Fliege bei uns. Alles in allem finde ich aber dieses Foto unglaublich süß. I mean Babybauch. An dieser Stelle noch ein riesen Dankeschön auch an meine Community. Ich habe echt Angst gehabt, dass ihr irgendwie alle ausrastet, weil ich einmal so ein sexieres Bild von mir gepostet habe. Es gab, glaube ich, nur 2 oder 3 kritischere Kommentare, die aber auch super freundlich formuliert waren. Und da haben aber so gut wie alle dagegen argumentiert, von wegen, man darf sich ja auch mal femininer und sexier zeigen. Sehe ich genauso. Und deshalb danke an dieser Stelle, dass du Teil meiner Community bist. Lass mir jetzt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt, wie gesagt, mal deine Noten für die verschiedenen Fotos und dein Lieblingsfoto aus diesem Video unten rein. In der Infobox findest du dann auch noch mal alles zur neuen Haarstyling-Serie von Nivea, beziehungsweise dem Primer, Styling Mousse und Forming Spray. Gibt's wie gesagt jetzt neu im Handel und online. Guck dir das gerne an und wenn du noch mehr Fotos von mir sehen willst, schau auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei oder auf meinem Vlog-Kanal, da kommen immer mal wieder Reisevlogs, beziehungsweise dann einfach im nächsten Video. Bye!